Und wir blicken mit Ihnen in diesen Momenten in den SPÖ-Parlamentsclub zu einer Pressekonferenz, unter anderem mit der SPÖ-Frauenvorsitzenden Gabriele Heinisch-Hossig zum Thema Frauenmorde und Gewaltschutzpaket, Forderung nach einem Maßnahmenpaket für besseren Schutz von Frauen vor Gewalt. Es ist oft sehr schwierig, ist, dass Frauen sich hier von gewalttätigen Partnern auch so lösen können, dass sie ein gutes, ein neues Leben beginnen können und dass genau in diesen Situationen die meisten Verbrechen bis hin zum Mord an Frauen passieren. Und im heutigen Jahr schon 4 Morde an Ex-Partnerinnen. Und ich glaube, das sind nicht nur 4 zu viel, sondern hier ist Handlungsbedarf. Und Handlungsbedarf insofern, als die Regierung jetzt endlich reagiert auf der einen Seite, aber bisher leider das Gegenteil passiert ist. Die Frauenministerin hat gekürzt, sie hat von einem Topf in den anderen umgeschichtet, was nicht bedeutet, dass es mehr Geld für Gewaltschutz gibt. Sie hat den Familienberatungseinrichtungen 1 Million weggenommen, das heißt zigtausende Beratungsstunden weniger. Das heißt auch, dass Frauen längere Wartezeiten haben, bis sie eine Beratung bekommen, und was in der Zwischenzeit passieren kann, ist zum Teil traurige Gewissheit geworden. Sie haben diese schrecklichen Morde verfolgt. Ich denke, dass es, und jetzt bin ich bei unserem Maßnahmenpaket, erstens Sofortmaßnahmen braucht, auf der anderen Seite mittel- und langfristige Maßnahmen. Zu den Sofortmaßnahmen gehört mehr Geld. Man kann strengere Strafen fordern. Das kostet per se einmal nichts. Aber wenn man Antigewalttrainings, wenn man gute Täterarbeit, Burschen- und Männerarbeit forcieren will, wenn man die Frauenberatungseinrichtungen gut ausstatten möchte, dann braucht man mehr Geld. Daher fordern wir 2 Millionen mehr für Frauenberatung, 1 Million mehr für Täterarbeit, und das sofort. Der Herr Finanzminister hat das Geld. Es ist nicht so, dass man sich immer festklammern muss. Es ist in die Zahlen gegossene Politik, die gemacht wird, und wir können hier nichts ändern. Nein, wenn beispielsweise nur die Hoteliers ein 120 Millionen Steuerzuckerl bekommen haben, so aus dem Nichts heraus, sind wohl 3 Millionen für Gewaltschutz, glaube ich, auch ein Klacks. Zumal die Frau Außenministerin 1 Million für Genitalverstümmelung zur Verfügung stellt, was ich gut finde. Also 3 Millionen mehr sofort ist, glaube ich, eine wichtige Maßnahme. Und ansonsten haben wir ein Maßnahmenpaket zusammengestellt, das uns auch durch die Istanbul-Konvention, eine Gewaltschutzkonvention, wo sich Österreich verpflichtet, hier tätig zu werden, uns hier verpflichten, schnell auch etwas zu ändern, ein Maßnahmenpaket geschnürt, das hier auch mittel- und langfristig wirkt. Zum einen, es braucht mehr Geld, damit man wirken und sofort auch Maßnahmen setzen kann. Zweitens, die Frau Staatssekretärin hat es heute auch gesagt, es muss geprüft werden, dass schon bei der ersten Wegweisung eines Täters verpflichtend Täterarbeit passieren kann. Und da braucht es die rechtlichen Maßnahmen. Wir sind sofort dabei, wenn hier ein Gesetz geschaffen wird, das den nächsten Mord auch verhindern kann. Das heißt, der zweite Teil unseres Maßnahmenpaketes sind rechtliche Maßnahmen. Wir wollen den nationalen Aktionsplan wieder aufleben lassen. Wir wollen die einzelnen Ressorts verpflichten, hier auch tätig zu werden. Wir wollen aber auch, dass die Fallkonferenzen, die 7 Jahre gut gelaufen sind, zwischen Einrichtungen von Frauen und der Polizei, jetzt wieder aufgenommen werden. Natürlich verstärkt um die Staatsanwaltschaft, damit die tätig werden kann, beispielsweise bei Verhängung der U-Haft, wenn mehrfach Wegweisungen passiert sind, das wäre wichtig, aber bitte jetzt und nicht erst in einem halben Jahr oder noch später, dass nicht noch mehr Morde hier passieren, und zwar in jedem Bundesland, wäre extrem wichtig. Weiters ist es gut und richtig, dass wir auch die Richterinnen und Richter hier wirklich verpflichten könnten, dass sie sich auch weiterbilden, dass sie im Familienrecht, wenn es zu Gewaltdelikten kommt, hier gut und up-to-date und auf der Höhe sind, dass sie hier auch angemessen und verpflichtend ausgebildet werden. Und besonderes Augenmerk müssen wir auch auf vulnerable Gruppen legen, auf Frauen mit Behinderungen, auf Asylwerberinnen, auf asylberechtigte Frauen, die hier besonderen Schutz auch brauchen. Und wir wollen, und so leite ich gleich weiter an Frau Kollegin Haller, eine Neuauflage der Studie zu Hochrisikoopfern, die die Frau Doktorin Haller einmal gemacht hat, um Motivenlage, Motivenforschung, um die Wissenschaft hier auch ins Boot zu bekommen, um zu schauen, wie kommt es eigentlich dazu, und die bessere Frage, wie kann ich verhindern, dass. Und da sind die Schulen, die Bildungseinrichtungen genauso gefragt wie die Männerarbeit und auch die Wissenschaft. Bitte. Dankeschön. Ja, diese Studie, die habe ich über Fälle durchgeführt, die Ende der 2000er Jahre, also 2008 bis 2010, judiziert worden sind.
Es waren damals sehr wenige Fälle, das stimmt also. Das waren durchschnittlich 13 versuchte Morde oder durchgeführte Morde im Jahr. Also das hat sich schon sehr verändert. Auffallend war bei fast allen Problematik der Frau, die sich trennen möchte, des eifersüchtigen Mannes. Das heißt, diese Männlichkeitsbilder, die, würde man sagen, ganz grob bei allen Männern vorhanden sind, weil halt auch bei uns hier in Österreich sozialisierte Männer entsprechende Bilder immer noch mitbekommen, die stehen im Regelfall hinter solchen Beziehungsdelikten. Das eine ist sicher die Bubenarbeit, also sozusagen man verändert sozusagen Haltungen, indem man sich mit potenziellen Tätern, mit Tätern beschäftigt. Wichtig scheint mir aber auch, und es war damals ein Ergebnis, Frauen, die von hochmassiver Gewalt betroffen sind, sind oft gerade diejenigen Frauen, die nicht Hilfe bei Schutzeinrichtungen suchen. Das heißt, da ist die Polizei ganz besonders gefordert, genau hinzuschauen, weil das sind halt auch Frauen, die in Gewaltbeziehungen verstrickt sind, vermeiden möchten, verhindern möchten, dass der Partner verfolgt wird, aus Liebe in Anführungszeichen ihn nicht verlieren wollen. Das sind große Herausforderungen fürs polizeiliche Einschreiten. Und im Prinzip, man spricht so im Zusammenhang mit der Istanbul-Konvention über die drei Ps, Prävention, also Schutz, also Prevention und Pursuit, alle drei Faktoren sind wichtig. Es braucht Präventionsmaßnahmen, wie Sie schon gesagt haben. Es braucht Schutz, ganz konkreten akuten Schutz von gewaltbetroffenen Frauen. Und es braucht Pursuit, das heißt, es braucht aus meiner Sicht sicher keine höheren Strafen, aber es braucht eine konsequente Verfolgung von Straftaten, die im Beziehungskontext erfolgen. Nicht von Morden, dort ist es gewährleistet, aber sozusagen schon im Vorfeld bei kleineren Delikten. Auch das trägt dazu bei, Haltungen zu verändern und staatliche Haltung irgendwie deutlich zu machen. Danke. Ja, ich darf vielleicht noch den Aspekt ergänzen und die Bedeutung der Männer- und Burschenarbeit unterstreichen, wie wichtig das gerade beim Thema Gewalt gegen Frauen, bei diesen Frauenmorden und vielen Formen von Gewalt, die durch Männer ausgeübt wird, dass Männerarbeit, Burschenarbeit hier eine sehr, sehr wichtige und auch wirksame Intervention ist, sowohl in der Prävention als auch in der Arbeit mit Männern, die Täter geworden sind. Bei den Frauenmorden in medial wird oft nach dem Motiv gesucht und dann gibt es, ich weiß nicht, Trennungssituation, Eifersucht oder Ähnliches. Ich denke aber, das eigentliche Motiv ist, in Männlichkeitseinstellungen zu suchen, die Frauen das Selbstbestimmungsrecht absprechen, nämlich ein Selbstbestimmungsrecht, das sich die Täter selber sehr wohl geben würden, nämlich vielleicht sich zu trennen, eine andere Partnerschaft einzugehen und Ähnliches. Und dieses Selbstbestimmungsrecht wird mit Gewalt bekämpft. Also man muss hier, wenn man über sein eigenes Leben verfügen will als Frau, wenn man mit einem Mann zu tun hat, der solche Einstellungswelten hat, um sein Leben fürchten. In den Männerberatungsstellen haben wir sehr viel Erfahrung dazu, mit Männern zu arbeiten, präventiv zu arbeiten, mit den Burschen zu arbeiten, mit Jugendlichen zu arbeiten, in der offenen Jugendarbeit, in Workshops, in persönlichen Beratungen, in unterschiedlichsten Kontexten, auch mit unterschiedlichsten Zielgruppen. Also wir fragen jetzt nicht nach der Sprache oder nach dem Ausweis, wenn ein Mann bei uns über die Schwelle kommt in unserer Beratungsstelle. Wir arbeiten mit allen Männern in verschiedenen Sprachen. Das ist ganz wichtig und das zeigt auch, dass das möglich ist und dass es auch hier Erfolge gibt, hier auch mit diesen Männern arbeiten zu können. Und wir müssen bedenken, dass wir dort, wo Männer Täter geworden sind, wir eine rasche Intervention brauchen. Wir dürfen nicht warten, bis es zu einer Verurteilung gekommen ist aus fachlicher Sicht, weil das dann vielleicht 10 Monate später kann sich der Mann an nichts mehr erinnern und weiß gar nicht mehr, wie das alles war. Und wir haben kurz nach beispielsweise einer Wegweisung ein Fenster der Möglichkeiten, ein Window of Opportunity, wo mit den Männern besser gearbeitet werden kann. Wir brauchen rasche Interventionen, verpflichtende Programme. Ja, da muss man Geld dafür in die Hand nehmen, das ist ganz wichtig, aber ich glaube, die Kosten sind verhältnismäßig, sowohl auf der menschlichen Seite muss man Kosten natürlich immer relativieren, dass man sagt, auch wenn es etwas kostet, habe ich einen menschlichen Benefit. Ich glaube aber auch, dass es sich ökonomisch um ein Vielfaches rechnet, wenn ich frühzeitig interveniere, wenn ich die Gefährdungssituation der Frauen nicht lange aufrechthalte, 10 Monate aufrechthalte. Wir wissen, dass bei sehr vielen Frauenmorden, die passiert, Wegweisungen, Anzeigen, Gefährdungsmeldungen polizeilich vorhanden sind. Hier brauchen wir einen Ausbau der Männerberatungsstellen und alle Signale, die in diese Richtung gehen, begrüßen wir natürlich sehr. Wir brauchen das, das ist ganz, ganz wichtige Arbeit für den Opferschutz. Danke herzlich.
Sagt man das Praktische? Sie haben gesagt, es gibt seit 20 Jahren eine Telefonnummer. Wie lautet diese Telefonnummer? 0800 222 555. Und jedes Jahr haben wir diese beworben. Die jetzige Frauenministerin, ich habe kein Inserat gesehen. Ich glaube, diese Nummer nach 20 Jahren ist noch immer nicht bei allen Frauen bekannt. Wenn man das tut, glaube ich, kann man verhindern, dass man eine neue dreistellige Nummer nimmt. Es haben ja auch die Bundesländer eigene Notrufnummern. Das heißt, wir haben eine Auswahl an Notrufnummern und die neue Nummer, die angekündigte, leitet ja auch weiter und die 0800er Nummer berät sofort in 5 oder 7 verschiedenen Sprachen. Danke, ich bin aber noch nicht fertig. Sie haben in Ihrem Statement davon gesprochen, dass Sie 2 Millionen mehr wollen. Ja. Das können Sie uns dann machen, Sie sagen 3. Was ist das denn? 2 für Fraueneinrichtungen, Gewaltschutzeinrichtungen und 1 für die Anti-Gewalt-Trainings in der Männerarbeit. Okay. 1 für die Männerberatung, 2 für die Frauenberatung. Ich ahne Sie. Dass der Fokus auf Asylwerber sein soll. Also besonders, wenn es sich um Gewaltdelikte mit Asylwerbern handelt, wollen die schneller abgeschoben werden. Ist das der richtige Fokus? Straffällig gewordene Asylberechtigte oder Asylwerber. Wir sind natürlich bereit, und ich habe das vor Jahren auch schon einmal gesagt, hier in Kontakt zu treten mit der Bundesregierung, darüber zu diskutieren. Nur, es muss auf Basis der Menschenrechtskonvention sein, es muss auf Basis internationaler Abkommen und Rückführungsabkommen sein. Ich kann mir schwer vorstellen, in Kriegsgebiete abzuschieben, wo in den Tod mitunter abgeschoben wird. Bestrafen ja, keine Frage. Abschieben muss man diskutieren. Eine letzte Frage, die Vereinfachung des Betretungsverbotes ist ja auch angesprochen worden. Die praktische Durchführung stelle ich mir einigermaßen schwierig vor, wenn man eine 50 Meter Bahnmeile aufzieht, egal wo das Opfer und deren Kinder sich aufhält, wie das exekutiert werden soll. Das ist eine Möglichkeit, aber besser wäre, sofort bei der ersten Wegweisung mit den Tätern zu arbeiten. Das wäre besser. Danke. Bitte schön. Ich habe Frage, ich habe das heute bei der Pressekonferenz bei den Räumstellungsinstituts, wo man 500.000 Euro beinhaltet, was man mit 500.000 Euro anfangen muss. Ja, man kann es umrechnen in Beratungsstunden, das ist nicht sehr viel und ich fürchte, auch ich habe den Livestream angeschaut, dass es kein zusätzliches Geld ist. Die Frau Ministerin redet von Umschichten, sie hat ja jetzt schon umgeschichtet, rund 200 Millionen von den Frauenberatungseinrichtungen in die Gewaltschutzeinrichtungen, damit die ihren Betrieb aufrechterhalten können. Nächstes Jahr wird das wieder so sein, also ich weiß nicht, woher sie das Geld nimmt, wenn es kein frisches Geld ist, das habe ich nicht herausgehört und es bräuchte mehr. Wenn es 1 Million gibt für Genitalverstümmelung, super, 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 dann ist es recht und billig, 2 und 1 Million sofort zu fordern vom Herrn Finanzminister, der hat genug, ja, der hat das in Reserve für Frauenberatung und Männerarbeit. Ja. Frau Ministerin hat sich auch auf die Länder bezogen. Das heißt, es ist immer Bund- und Länderangelegenheit, die gemeinsame Finanzierung sicherzustellen. Das muss sie erst einmal gewährleisten, dass die Länder hier auch mitzahlen. Auch, dass man bundeslandübergreifend in ein Frauenhaus gehen kann. Auch das gibt es jetzt nur unter Absprachen, weil ja die Berechnungen für Frauenhausplätze in jedem Bundesland, ist ja Bundesländersache, unterschiedlich ist. Da hätte sie sich längst bemühen können, dass hier die Bundesländer einheitlicher vorgehen und sehr viele Übergangswohnungen um 500.000 wird es nicht geben, da haben Sie recht. Ja, also die Fallkonferenzen, egal wie man die jetzt nennt, also Netzwerke, Fallkonferenzen, Marax zum Beispiel, unter dem Namen waren sie auch sehr präsent, sind deswegen wichtig, weil wenn verschiedene Einrichtungen, Vertreterinnen von Einrichtungen mit einer Frau, mit deren Kindern in Kontakt sind und diese Informationen zusammengebracht werden, dann entsteht einfach ein komplexes Bild. Und wenn nicht nur... Das ist zum Beispiel, es wird beim Betretungsverbot nicht nur die Interventionsstelle verständigt, sondern auch das Amt für Jugend und Familie. Das heißt,
alle betroffenen Personen, alle Kontakte müssen angeschaut werden. Die Schule, der Kindergarten, immer nur vorausgesetzt, dass die Wirkerer in Kontakt sind mit der betroffenen Person. Und natürlich ist es wichtig, bis jetzt war die Polizei einbezogen, natürlich ist es wichtig, die Justiz einzubeziehen, insbesondere die Staatsanwaltschaft, weil das natürlich bei Schutzmaßnahmen ganz wichtige Akteure sind. Und wenn die nicht dabei sind als Player, dann bin ich mit Schutzmaßnahmen relativ bald am Ende. Es wurde auch am Anfang ist es eben auffällig, dass eben mehr solche mehr Morde passieren und mehr solche Straftaten begangen werden. Da bekommt man das Gefühl, seit 2015, ich weiß nicht, ob ich das beantworten kann, ist es vorher nicht auch schon ein Problem gewesen, kann man das unterscheiden, seit 2015 mehr ist oder muss man das ganz so anders aufhören? Also ich von meiner Sicht kann sagen, Beziehungstaten hat es immer gegeben, dass ein Anstieg an Morden an Frauen zu verzeichnen ist, ist eine Tatsache. Dass teilweise es nicht Österreicher sind, die hier Täter sind, ist auch eine Tatsache. Daher bin ich bei Magister Bisutti sofort und aktiv mit Männern aller Ethnien zu arbeiten, mit Burschen in der Schule zu arbeiten und es geht, man kann in verschiedenen Sprachen mit Männern arbeiten, damit hier Ärgstes verhindert wird. Beziehungstaten hat es immer gegeben, Machtverhältnisse, je mehr Sozialabbau jemand betreibt, und diese Bundesregierung, verzeihen Sie, tut das gerade, desto höher sind auch Abhängigkeiten unter Umständen von Frauen. Und desto, die Frauen sind verschwunden aus der Gesellschaft, aus dem Bild. Ja? Die Frauenministerin existiert nicht im Sinne dessen, dass sie sich bemüht um Frauenanliegen. Und wenn sowas verschwindet, kriegt was anderes mehr Platz. Und das hängt nicht nur mit Menschen zusammen, die zugewandert sind, mit Männern auch, möchte ich gar nicht wegdiskutieren, aber Beziehungstaten hat es immer gegeben. Es ist eine ganz gefährliche Zeit, wenn Frauen sich entscheiden, sich von ihren Gewalttätern zu trennen, und da braucht es schnelle und intensive Hilfe. Ich darf vielleicht an einem Punkt noch ergänzen, einfach, wir dürfen auch nicht vergessen, die Alltäglichkeit und die Selbstverständlichkeit, mit der wir in unserer Gesellschaft damit zu tun haben, dass das Selbstbestimmungsrecht von Frauen eingeschränkt ist oder von Männern nicht respektiert wird. Man denke an die Hashtag MeToo-Debatte, den Machtmissbrauch von Männern, die in mächtigen Positionen sind, die Reaktionen, die es darauf gegeben hat. Denken Sie an den jüngsten Gillette-Werbespot, der nicht zu einer breiten Zustimmung von Männern führt, sondern wo viele Männer empört sind, wo es dann einen Shitstorm gibt, wenn moderne Männlichkeiten thematisiert werden, oder in den intensivsten oder extremsten Fällen die oder auch die Incel-Foren oder Pickup-Artists, wo auch ganz viele Angry White Men hier unterwegs sind und für sich das Recht beanspruchen, über die Sexualität von Frauen zu verfügen, wo Vergewaltigungen gerechtfertigt werden und so weiter. Das heißt, diese Art von, das Schlagwort im Moment ist so, toxische Männlichkeit, finden wir leider in vielen Formen, das ist überall dort präsent, wo das Selbstbestimmungsrecht von Frauen nicht respektiert wird. Viele Männer sind sich darüber gar nicht bewusst, viele Männer sind sich der Privilegien gar nicht bewusst. Und es gilt leider der alte Spruch, eine privilegierte Person fühlt sich Gleichberechtigung wie Benachteiligung an. Und das ist ein Prozess, der sich quer durch alle, ich weiß nicht, religiösen Gruppen, ethnischen Lager, politischen Einstellungen und so weiter finden, also wir sich finden lassen. Und zugleich finden wir aber auch moderne Männlichkeiten, positive Männlichkeiten, auch quer durch alle politischen Lager, Schichten, Ethnien und so weiter. Wir finden auch die positiven Beispiele und wir müssen uns bemühen, in der Männerarbeit, auch wirklich in der Burschenarbeit, diese modernen Männlichkeitsbilder zu fördern, und da müssen wir alle gemeinsam einfach dran arbeiten. Und alles, was in die Richtung passiert, begrüßen wir sehr herzlich. Gewalt gegen Frauen wird sich nur dann nachhaltig ändern, wenn sich Geschlechterverhältnisse ändern. Also das ist ein Ausdruck eines patriarchalen Verhältnisses, das ist ein Ausdruck von Frauen, die nicht gleichberechtigt sind, das fängt an beim Anteil von Abgeordneten von Nationalratsparteien, das geht weiter bei ökonomischen Verhältnissen, das geht weiter bei, dass Frauen Halbtagsarbeiten haben, auch wenn sie Vollzeit arbeiten wollen. Also solange solche Disparitäten bestehen, und das ist ja sozusagen, hat da was dann eben auch zu tun mit dem Selbstbild, Selbstwertgefühl und so weiter, wird sich in der Sache nachhaltig nichts ändern. Sollen die Strafen da schärfer sein, weil die Verantwortung auch angekündigt, dass die Strafen
Strafen erhöht werden sollten, was würden Sie sich da konkret vorstellen? Das ist eine Forderung auch der Gewaltschutzeinrichtungen, auch aus der Istanbul-Konvention heraus, dass es möglich sein muss, dass man mehrfach wiederholende Täter dingfest macht, also vorläufig in U-Haft nimmt. Wie sich das rechtlich in welcher Höhe auswirkt, das ist zu diskutieren. Da warte ich auch auf die Vorschläge der Frau Staatssekretärin. Aber ich wäre dafür, das wirklich mitzuüberlegen. Nur muss dazu die Staatsanwaltschaft in diesen Fallkonferenzen und überhaupt einbezogen sein im interdisziplinären Kommunizieren zwischen den einzelnen Stellen, damit die auch das aussprechen können überhaupt. Und vor allem hat das auch nichts mit Strafhöhe zu tun, sondern es ist ja wirklich eine Akutmaßnahme, wenn ich einen Täter im Zuge eines Betretungsverbots nicht nur wegweise und das Verbot ausspreche, sondern ihn auch in U-Haft nehme, weil ich eben so einschätze, weil wiederholter Täter, in dem Fall sogar Verdächtiger, weil ich an dem Punkt jetzt akut ansetze. Das ist noch keine Aussage über die Strafhöhe. Und diesbezüglich sind alle Expertinnen und Experten kritisch, dass das was ändert. Wichtig ist die Strafverfolgung als solche, als Statement, als staatliches Statement. Also da bin ich bei der Frau Staatssekretärin, die da meint, dass die Polizei hier auch über die Daten verfügen können soll, damit sie agieren kann. Das muss man wirklich diskutieren. Da bin ich dieser Meinung, dass das wichtig wäre, damit Frauen geschützt werden. Ich bin jetzt gar nicht up to date, was er kritisiert hat. Ja, einfach die schlechte Arbeit von der Frau Wendy Wagner. Ja, ich glaube, dass da ein Gespräch mit dem Herrn Hübner in erster Linie einmal fällig ist und vielleicht hat es sogar schon stattgefunden. Danke. Dankeschön.